Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Maker. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, es hat ein Jahr, glaube ich, gedauert. Ich blende mal eben kurz ein, wann das letzte Video zu Mario Maker kam. Es hat lange gedauert, Sunny überredet zu kriegen. Ich wurde gezwungen. Der sagt mir das übrigens heute jetzt schon zum dritten Mal. Ihr habt das nämlich nicht gesehen. Wir haben erst auf schwierig und auf sehr schwierig versucht, Level zu finden und da passte einfach gar nichts. Ey, du hast mich in die Röhre schon haut der wieder ab. Ah, okay, wir müssen die roten Münzen sammeln. Ich bin hier drin. Ich hol mir das. Ich hol's mir. Ich will... Da kamen drei Segen auf mich zu. Wo ist der hingeflüchtet? Flüchtet ist ja noch nicht mal das falsche Wort. Hilfe, da kommt schon wieder eine Säge. Wo ist die zweite eine Münze? Hab noch eine, hab die letzte gefunden. Gib mir den Schlüssel. Gib ihn her. Nein. Lass dich nicht vorbei. Warum? Ja, warum solltest du den Schlüssel nehmen? Ja! Erster! Das ist nicht egal. Hallo? Nein, das ist nie egal. Die Frage wird nicht golden, da ist was falsch. Hauptsache Shining ist erster. In seinem stylischen Bullet Outfit. Ich verstehe nicht, warum die miteinander und gegeneinander überhaupt eingeführt haben. Man ist sowieso gefühlt immer gegeneinander. Gegeneinander, da versuchst du einfach so den anderen abzuhängen und bei Mitte, da kannst du sogar bei ihm spawnen und versuchst ihn abzuhängen oder sogar umzubringen, weil du einfach erster sein willst. Oh nein. Spinjumps! Das kann ich nicht, das werde ich verlieren. Oh nö. Ujo! Hey, das kannst du nicht aufhängen, das kann ich nicht aufhängen, was soll das? Hui! Du bist dran! Du musst das Ding als Ansprung nehmen. Ach, du kannst einfach durch. LOL. Ich konnte einfach durch. LOL. Hilfe, ich komm nicht vorbei. Falls du es gesehen hast. Ich wurde ständig zurückgebaut. Ich hab's gesehen, ja, weil ich dich gerade beobachten konnte, weil ich tot war. Ich weiß, dass die Leute sich gerade wahrscheinlich in den Kommentaren beschweren, mach doch mal einen Schwierigkeitsgrad höher. Nein, da kommen dann nur Speedrun-Level oder nicht machbare Level bei schwierig und sehr schwierig. Und wir wollen halt Level, die man auch machen kann, beziehungsweise wo man jetzt nicht der Oberpro sein muss. Ja. Und das hast du halt mindestens nur bei normal oder leicht. Bei schwierig hast du fast nur Speedrun-Level und die hassen wir. Im Übrigen, der das übersetzen kann, herzlichen Glückwunsch. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es könnt. Alter, kannst du mal aufhören, mich hochzuheben? Ich kann... Ah, so konnte ich mich daraus befreien. Hallo, Cheep Cheeps. Ja, komm doch! Ja, komm! Wie hebst du mich überhaupt hoch? Epsilon gedrückt halten und dann die hintere Taste. Ach, die hintere auch noch. Okay, ich habe jetzt selbst vorhin nur... Nein, du musst oben lang! Ich finde die Hintergrundmusik schön. Ach, du hast mich schon wieder blockiert! Richtig so. Ich sag doch, man behindert sich nur gegenseitig. Auch bei der zweiten ist es Eis. Das heißt ein Rutschi-Rutschi. Ja, durchgeschafft. Der Lutscher bleibt da hinten. Oh, das dritte ist ja easy. Oh nein. Das zweite war easy. Das vierte ist die Hölle. Das dritte war auch easy. Oh, das vierte ist witzig. Hast du schon Nummer 5 gesehen? Nein. Ich warte da gerade. Okay, da komme ich so nicht dran. Warte mal. Zack. Kommst du? Ich sehe halt nicht, was der gerade macht auf der anderen Leitung. Tja. Oh Gott, es laggt hart. Ja. Was ist hier los? Nein! Nein!
kleiner Dreckiger. Ich hab gehört, du wolltest einfach nochmal laufen, hab ich den Wunsch erfüllt. Maul. Toll, jetzt komme ich nicht mehr hoch, was soll der Scheiß? Ja, ich hab mir einen Vorteil gemacht, einen fairen Vorteil. Ja. Wir spielen nicht gegeneinander. Hä? Es gibt ein Miteinander? Ja. Seit wann spielt man miteinander? Das kenne ich gar nicht. was macht der Lulatsch da unten? Ich bin schon ganz weit oben. Warum hängt er so hinterher? Nein, ich bin runtergefallen. Nein, ich verkacke hier oben gerade. Richtig so. Nein, alles falsch. Ich häng den ab. Der holt mich niemals ein. Oh Gott, das kann ich doch nicht. Getimed schon wieder. Ich weiß nicht, wo der ist, aber ich glaube, der ist bei den Fallblöcken. Nein, wie kommst du denn auf die Idee? Kacke! So, auf den Stein, hier hoch. Und dann auf die lustigen Dinger. So, und jetzt die Fahrt genießen. Ich bin schon mal einen weiter, ne? Oh Mann, blöde Steinchen. Tja, hättest du nicht bei dem ersten so getrödelt? Ach, Schnauze! Ja, das ist halt, wenn man gegeneinander spielt. Wir spielen miteinander! Davon habe ich nichts gehört. Beziehungsweise nichts mitbekommen. Ja. Du hast es eingestellt, mein Lieber. Ich habe gerade hier Probleme. Du hast immer Probleme, das ist nichts Neues. Nicht die Probleme. Nein, ich schaff's nicht. Ich schaff diesen einen blockweiten Sprung nicht. Ja, endlich geschafft. Nein, schon wieder in der Wassergrube. Ja. Oh, endlich in diesem Steinchen vorbei. Okay, wie schaffe ich den Sprung? Okay, dahin. Dann geht der da hoch. Ich bin zwei weit halt. Guck mal, ich bin auf der anderen Seite wieder runter. Jetzt darf ich den Weg wieder runterlaufen. Oh, ich bin falsch gelandet. Ich hätte in der Mitte landen müssen. Oh Gott, das ist blöde. Ist ja schön, wenn man nicht so hinterherhinkt. Oh. Ja, das hatte ich auch gerade vor mir. Und ich bin in der Hölle gelandet. Ich bin in der Hölle. Danke. Nein! Kacke! Diese doofen Liebe. Ich bin mein Ziel! Mein Ziel! Bitte nicht! Aber es ist schwer! Weil das wieder so ein punktgenauer Sprung ist! Ich hasse so punktgenaue Sprünge. Okay, der war zu kurz. Ein punktgenauer Sprung, der sich bewegt. Ew, ekelhaft. Und dann auch noch recht schnell gewonnen! Kacke! Yeah, da applaudieren sie! Das waren meine Zuschauer gerade, die da so schwarz angezeigt wurden. Ich war gerade bei diesem Stein in der Luft. Diese drei Steine, dann diese zwei Steine, dann diese eine Stein. Die Meadow! Meadow. Kurz und knackig. Oh nein, bitte kein Speedrun. Nee, ist 300 Sekunden lang, also kein Speedrun. Ha ha ha.
Oh ja, 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 danke. Ich habe ein Geschenk für dich. Ist angekommen? Nee. Nö. Du triffst dich nur selber. Komm, du willst es. Du willst die große Münze. Nein! Ja, will ich! Du bist ein Dreckiger. Du bist ein Arsch. Ui! Ja? Oh, ich hasse dich! Hier sieht man, das ist mehr gegeneinander wie miteinander. Oh, danke für die Blume! Hui! Och, jetzt muss ich schon wieder sensieren! Alter! Komm, gib mir auch eine. Okay, hier nimm. Ich hab es. Da kommt doch der andere Lulatsch. Das war ein einfaches Level. Ja, wenn die sind. Die ganze Zeit von meinem Mate, ne, wir müssen natürlich auch bedenken, Level, dass das halt auf normal gestellt ist. Die Speedruns, die wollen wir nicht. Aber ihr könnt uns gerne Level schicken, die bitte keine Speedrun-Level sind. Oder Troll-Level. Ja, oder, dann spielen wir die vielleicht auch. Diese unmöglichen Level. Ja, diese unmöglichen Level, die spielen wir auch nicht. Was ich immer ganz cool finde, sind so Rätsel-Level. Die spiele ich ganz gerne. Ciao! Alter! Mann! Hör auf mit dem Scheiß! So! Alter! Alter! Ich krieg's trotzdem mit dir hier. Ich kam gerade nicht an meinen Bumerang ran. Das ist der Grund, warum ich nicht dieses Spiel nicht gerne mit dir spiele. Ich verstehe gar nicht, was du hast. Kann ich nicht auch. Oh, daran bin ich jetzt aber unschuldig. Ja, ich bin gegen die Verführung geflogen. Lass mich. Da bestimmt gegenwerfen. Nehme ich an. Ich habe so eine Idee, was kommen könnte. Ja, ich habe da reingeworfen. Oh. Ich dachte mir nur, da ist schon wieder wahrscheinlich irgendwas. Ich hab ein Auto! Ich sehe dich da nur runtersegeln. Und ich bin Undertale, da hat jemand. Oh nein. Na dann besiegen wir mal Sense. Warum bin ich der hässliche Grüne? Oh nein, muss das sein? Jetzt kommt bestimmt auch noch hier diese Hintergrundmusik. Das ist ja easy. Ja, wir müssen ihn hauen. Ich höre es. Ich höre, wie du Probleme hast. Da kommt der Panzer. Da kam mir was entgegen. Oh Gott. Verdammt. Alter. Warte, hier kam mir das entgegen. Du fragst dich gerade, wie macht man diesen Sprung, ne? So, jetzt müssen wir irgendwie den Hammerbruder tot kriegen. Den Knochen trocken. Können wir den Hammerbruder. Ja, können wir den da einfach runterlatschen lassen? Wahrscheinlich, ich schätze mal. Nee, der wollte nicht, der hat kurz davor umgedreht. Bei dem Trumps kann man drauf. Aber nein. Wie kriegen wir den dazu?
Wir sind doof. Warum? Miau. Guck mal, nämlich hinter die Ziellinie. Da waren die Glocken. Lol. Und wie bist du dann an dem Teil vorbeigekommen? An welchem? An der Fahne. Oder kannst du von hinten durch die Fahne durch? Solange die Siegesbedingung nicht erfüllt ist, kannst du da einfach durch. Ah. Na komm, dann jetzt noch einmal gegeneinander. Miau, miau. Alter! Ey, so das ist so unfair! Ich bin in einem Kampf, lass mich! Miau! Miau! Alter! Oh, hier. Ah, jetzt sehe ich's. Also, du hast deine Glocke doch noch bekommen. Halt's Maul. Ich finde das echt scheiße, wenn das mir immer diese Items klaut. Ich finde das echt unfair. Der muss da rein. Ja, der andere auch. Ja, ist er ja. Sperr ihn ein. Hab ich. Ciao. Sehr schön. Nope. Ich verpiss mich. Ach, wir können schon rein, oder wie? War noch Magnetschlüssel. Ich bin einfach durchgerusht. Ja, das war's für diese Folge. Wir sehen uns bei der nächsten, ne? Wir haben hier einen glücklichen Scheidung und einen traurigen Sunny. Nein, wütenden Sunny, weil mir die ganze Zeit meine Items geklaut werden.